Ich weiß, da draußen gibt es viele Jujutsu Kaisen-Fans und diese freuen sich bereits auf die zweite Staffel, die ja 2023 rauskommt. Aber wie erfolgreich war denn der Prequel-Film in den deutschen Kinos? Das schauen wir uns näher an. Wie immer, viel Spaß nach dem Intro. Konbanwa Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns an, wie erfolgreich der Jujutsu Kaisen Film 0 war, der ja quasi der Prequel-Film zu der Serie ist. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Ihr könnt ja schon mal in den Kommentarbereich reinschreiben, ob er erfolgreich war. Ich nehme es direkt vorweg, er war sehr, sehr erfolgreich, denn im Zuge der Kasei Anime Night 2022 lief der Film bereits am 29. März 2022. Und am ersten Tag gab es mehr als 100.000 Kinobesucher in Deutschland. Unglaublich krass. Es gab natürlich mehrere Auswahlmöglichkeiten, unter anderem mit der deutschen Vertonung oder mit der japanischen Originalvertonung mit deutschen Untertiteln. Und aufgrund dieses immensen Erfolges von über 100.000 Kinobesucher am Tag 1 gibt es jetzt mehrere weitere Möglichkeiten, sich diesen Film anzugucken. Das heißt, es wird weitere Vorführungen geben aufgrund des großen Erfolges. Ob dieser Film auch bei euch im Kino läuft, könnt ihr in einer Liste einsehen. Ihr könnt auch einfach bei eurem Kino vor Ort einfach mal nachschauen auf der Website. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten eine Seite. Ich hoffe, dieses kurze Informationsvideo hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne in den Kommentarbereich, ob ihr euch diesen Film bereits angeschaut habt, wie ihr ihn fandet oder ob ihr noch vorhabt, diesen Film anzuschauen. Würde mich wahnsinnig interessieren, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Like, ein Abo da. Aktiviert die Glocke, würde mich wahnsinnig freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.